Energy! Also wenn man eine politisch absolut unkorrekte Dramedy sucht. Ja, also wie war nochmal Ihr Name? Hummel. Hummel. Mit so einer kleinen Prise Wahnsinn. Ich mach dich fertig, du alter Schnäffe! Dann ist man bei Patchwork Gangster richtig. Comedy, hier ist Drama, hier ist Action. Es wird mega spannend. Was willst du machen? Eine Bank überfallen oder was? Das Besondere an der Serie ist, dass wir Protagonisten haben, die im normalen Leben niemals aufeinandertreffen würden. Willst du mich verarschen? Wo ist der verdammte Rest? Hey. Wer bist du? Sein Anwalt? Der Manager, klar. Hier, meine Mütze. Es geht um Hip-Hop. Ja, wir machen so wie ihr. Ja, wir bleiben unter uns. Sag mir, wo ist hier der Unterschied? Ich bleib bei meinen Jungs. Jetzt mal ehrlich unter uns. Die Mucke. Ja, soll ich euch sagen? Soll ich euch anlügen oder was? Das ist die fetteste Mucke, die es gibt, man. So einen Scheiß werdet ihr woanders nicht hören. An der Serie haben halt auch Hip-Hop-Experten mitgearbeitet, die dann auch beraten haben. Und Falk Schacht sollte vielleicht auch jedem ein Begriff sein. Für mich war aber im Schreiben die Idee spannend, wie es denn ist, wenn ein spießiger Banker auf die Gangster-Rap-Welt trifft. Da könnte im Idealfall eine Situationskomik entstehen, dachte ich mir. Ja, ist ja schon nett hier. Also nett wegen dem kleinen Bruder von Nick. Also wegen. Es dreht sich um wirklich einen Hip-Hopper, der eine sehr interessante Entwicklung durchmacht. Du hast doch keine Ahnung von Musik, geschweige denn von Rap, Alter. Und ich soll dich mit jemand als mein Manager vorstellen? Es gibt Bücher. Was stimmt nicht mit dir, Mann? Du kommst zu so einem Gespräch mit so einem Dödelbuch, mit so einem Kinderbuch? Franz Bonz ist in mehrerer Hinsicht so am Scheideweg, würde ich sagen. Jeden Tag dieser Scheißbankjob, das soll alles gewesen sein? Wir haben Kinder, wir haben Verantwortung. Ich weiß, aber deswegen kann ich doch nicht mein ganzes anderes Leben wegschmeißen. Die Entscheidung fällt dann durch einen Zufall? Und zwar tust du mir jetzt 40 hier rein in die Tasche, hast du mich verstanden? Und da gibt's mir Hälfte der Kohle. Warum sollte ich das machen, du Opfer? Ich glaube, sehr viele Menschen können sich damit identifizieren und er zieht einen dann mit. Sie werden Franz lieben, ja, unglaublich witzig. Obwohl er es nicht will. Er will nicht witzig sein. Ich bin Kreditgeschäft tätig. Ist ja im Prinzip dasselbe, was ihr so macht. Ja, Schutzgeld, Drogen, Prostitution, ist im Prinzip dasselbe, was alles Schuldrechnung macht. Ja, die Serie spielt von einem Typen, der vielleicht in der Midlife-Crisis ist. Und ja, eine ganz neue Richtung in sich entdeckt. Was ist das einmal? Spinnst du? Und ja, Gefallen daran findet und ein bisschen durchdreht. Vor allen Dingen ich als Rapper und mit der Straßenattitüde, die ich da mit reinbringe und Stefan Mocker, der den Franz da spielt, ja, den Gutbürgerlichen quasi. Das ist eine gute Fusion, das habe ich so in dem Maß noch nicht gesehen in Deutschland. Die beiden finden zueinander. Mittendrin natürlich noch ein Gefusel an Clan-Rivalitäten. Arabischer Clan auf der einen Seite, der russische Clan auf der anderen Seite. Also ich denke, dass die Serie ganz spannend wird, weil sie sehr, sehr nah am Leben dran ist. Ich habe mich sterilisieren lassen. Alle Gewerke waren super aufgestellt, also von der Maske über die Ausstattung bis hin zum Kostüm. Und was wird hier denn gerade gemacht, Thomas? Wonach sieht das denn aus, mein Lieber? Ich stricke einen Pullover. Ich suche gerade zusammen mit den wundervollen Kostümbildnern schöne Outfits, wie zum Beispiel das hier. Mir hat das gut gefallen. Mein toller Mann wird hier sein und wir gucken, ob wir das so alles zusammen passen kann. Wir haben sehr schnell den Austausch gesucht mit der technischen und Produktionsabteilung in unserem Haus und haben so viel offene Türen vorgefunden und so viel Unterstützung, dass wir gesagt haben, ja, wir kriegen das hin. Hier unser Produktionsleiter kontrolliert natürlich alles. Das Besondere an der Produktion war, dass wir hier alles aus dem Haus machen konnten und das war wirklich eine große Herausforderung. Also wir haben 300 Minuten Content in 30 Tagen gedreht, alle Gewerke im Haus entsprechend mit eingebunden und das war ja eine sehr, sehr sportliche und krasse Leistung von allen Bereichen, weil auf der einen Seite wenig Zeit, auch die Vorbereitungszeit war sehr knapp bemessen und gleichzeitig wirklich Output auf höchstem Niveau. Besonders bemerkenswert in dieser Produktion war für mich der Team Spirit, die Energie, der Einsatz des ganzen Teams in dieser Eigenproduktion, um dieses Projekt auf die Beine zu stellen.
Und man muss es sich eigentlich unbedingt angucken, weil wir haben, obwohl wir mit wenig Budget gearbeitet haben, Stuntteams dabei, SEK-Kommandos, Polizei, alles, was man sich wünschen kann als Produktionsleiter. Wir machen jetzt eine Verfolgungsjagd. Wir verfolgen eine Drohne durch eine Lagerhalle und ich werde versuchen, dran zu bleiben. Gebe einfach alles. Ja, mit denen wird jetzt gleich auf den Kameramann geschossen. Ja, dadurch, dass wir zeitlich ein enges Korsett hatten, mussten wir teilweise mit zwei Kameras gleichzeitig drehen. Und das Ergebnis ist, wie ich finde, echt toll geworden. Also wir haben echt schöne Bilder. Wir haben das Auto jetzt hier auf diesen Trailer gespannt. Der sitzt ganz tief. Da sitzen dann die zwei Schauspieler drin. Dann können wir das praktisch, wir können mitfahren mit diesem Trailer. Wir können vorne drauf sitzen. Mhm. Wir können von außen drehen und man hat das Gefühl, man fährt mit. Das, muss ich ganz ehrlich sagen, ist ein Knaller. Hm. Den kenne ich. Ist ein richtig guter. Dann verarsch dich, Yassin. Raus. Neil spielt Yassin da sehr authentisch, also sehr angsteinflößend auch. Eine Szene, die mir gut in Erinnerung geblieben ist. Tessa als Figur nervt Yassin. So unglaublich. Sie hört nicht auf damit. Und mit einem Mal packt er sie am Hals, drückt sie ins Bett und droht ihr. Das treibt Warte aus dem Spiel. Das ist eine richtig coole Szene gewesen. Sie macht Bock zu spielen, auf jeden Fall. Eine andere Szene ist, ich bin gerade richtig sauer, weil sie hat gerade Franz angetanzt. Sie haben gerade getanzt, ich habe sie erwischt. Ich habe mit ihm abgerechnet, beziehungsweise habe mit ihm gesprochen im Büro. Und dann rede ich mit ihr und drohe ihr nochmal. Keinen Scheiß. Ich habe die Bücher gelesen und ich war sofort überzeugt. Ich habe die so wirklich gefressen. Fand die Story super. Mit George auch vor allen Dingen, der den Aladdin da spielt. Ne? Das sieht schon sehr impulsant aus. Aladdin? Ist das eigentlich ein richtiger Name? Ich weiß nicht, wie oft wir die Szene gedreht haben, wo ich den Orangensaft trinke und ihn mit einem Genuss präsentieren muss, als wäre es Champagner erster Güte. Meine Lieblingsszene bis jetzt war absolut der SEK-Einsatz. Hallo, meine Herren. Denn diese ganze Atmosphäre in diesem Haus, das war so real. Und die Kollegen spielen einfach so grandios, dass man den Eindruck hat, es ist wirklich echt. Ja. Und ganz wichtig, der Pudel. Shocking, aber auch sehr, sehr, sehr lustig. Ich fand es halt wichtig, dass man ein authentisches Umfeld schafft, in dem sich teilweise sehr skurrile und teilweise überzeichnete Figuren auch bewegen können. Und das hat der Cast sehr gut hinbekommen. Schlampe! Und dazu kommen, dass die Bücher auch noch sehr gut waren. Also Tanja, wir sind jetzt hier in deinem Haus. Wie gefällt dir es denn bisher? Ja, ganz gut. Ich finde es jetzt wirklich mal eine neue Erfahrung und du bist echt ein toller Sohn. Nicht nur inhaltlich, sondern auch visuell wollten wir uns ein bisschen absetzen. Deswegen haben wir im Filmation-Stil gedreht und die Blautöne ein bisschen verstärkt. Das wirkt alles dadurch ein bisschen plastischer. Die Bilder müssen mächtig wirken. Ja? Düster, ey, absolutes Kunstwerk. Hier ist es ein bisschen anders. Es gibt zwei Regisseure. Also ich habe es noch nie gehabt mit zwei Regisseuren. Der Christian sagt immer und? Und dann sagt der Erik immer Energy. And listen to the music. Achtung und Energy. Zwei Regisseure abgestimmt, zusammen etwas führen, etwas machen, also inszenieren, den Film inszenieren, um einfach noch mehr Feinarbeit reinzubekommen. Und was als Information am Ende dabei rauskommt, das ist Hammer. Also Party People, ihr solltet die Serie auf jeden Fall nicht verpassen. Das ist eine Video-on-Demand-Serie. Ihr wisst, das ist die Zukunft, ne? Patchwork-Gangster. Das, was wir hier machen, ist echt neu. Es geht um Drogen. Und dann gibt es Morde. Mafia.
Ich bin auch dabei. Hier ist alles dabei. Schaut euch diese Serie an. Sie ist definitiv ein Meisterwerk geworden. Es fließt ein bisschen Blut, also wenn ihr das mal gerne seht oder sehen wollt. Geile Musik. Es ist brüllend komisch. Es ist eine tolle Story. Untypisch deutsch. Also wenn ihr Bock auf gute Musik habt, auf Mafia-Geschichten und Humor habt, dann solltet ihr auf jeden Fall diese Serie gucken. Schön dabei bleiben, sonst kommt Aladdin. Ihr solltet diese Serie sehen, weil darin unglaubliche Dinge passieren. Und vor allem ganz viel Energy. Energy. Energy! Gangster. Unbedingt abonnieren.